Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Questen mit Mai. Weiter geht es mit der lieben Jenna. Jenna ist natürlich extrem um unsere Sicherheit besorgt und möchte uns deshalb noch einige Tipps geben. Zum Beispiel, dass, wenn es um das Springen geht, wir mindestens in der Gangart Canter reiten müssen, um dann, wenn das Timing gut genug ist, dem Pferd den Sprungbefehl zu geben. Um zu prüfen, ob wir alles auch wirklich richtig verstanden haben, hat sie in der Mitte der Strecke ein Sprunghindernis aufgestellt. Und ja, das werden wir denn jetzt mal überspringen. In der Mitte des Bildschirms haben wir jetzt also wieder den grünen Kasten, der erklärt, dass wenn ihr möchtet, dass euer Pferd springt, ihr dazu die Leertaste oder die Null auf der Tastatur drückt. So, Jenna ist zufrieden mit uns und wir haben wieder einen Auftrag erfüllt. Da wir bis jetzt alle Prüfungen gut gemeistert haben, sind wir also bereit für neue Herausforderungen und dürfen jetzt endlich die Bobcats kennenlernen. Dazu reiten wir also zu Loretta und Loretta ist ziemlich einfach zu finden. Wir müssen einfach dem Weg folgen, uns links halten und Loretta steht dann kurz vor einer Koppel. Ja, Loretta ist Mitglied der Bobcats, soll etwas mürrisch sein, aber ich denke, wir werden schon gut mit ihr klarkommen. Und wir können jetzt endlich galoppieren. Und dazu noch mal kurz etwas zur Steuerung. Die Tasten auf der Tastatur W und Pfeil nach oben sind jetzt wichtig. Also damit könnt ihr die Geschwindigkeit, mit der ihr reitet, erhöhen und das braucht ihr natürlich zum Galoppieren. Umso schneller ihr reitet, desto größer wird euer Wenderadius. Das müsst ihr natürlich einkalkulieren, um langsamer zu werden in Kurven. Dazu drückt ihr entweder das S oder Pfeil nach unten Taste, beziehungsweise steuert die Geschwindigkeit einfach mit dem Mausrad. Das geht also auch. Und da sehen wir Loretta auch schon. Auch ein schönes Pferd, was sie da hat. Und dann wollen wir mal hören, was Loretta uns denn so zu erzählen hat. Loretta möchte uns also die Grundlagen des Turnierreitens näher bringen und teilt uns erstmal gleich mit, dass die Bobcats nur die Besten aufnehmen. Naja, gut, da haben wir natürlich ein bisschen Erfolgsdruck, aber werden wir schon mit klarkommen. Ja, und das ist doch mal nett von den Bobcats. Sie haben also extra für uns einen Übungsparcours auf der Koppel aufgebaut. Und nun können wir mal wirklich zeigen, was wir so drauf haben, beziehungsweise Mai und Milky. Ja, das war ja nun nicht so schwierig. Und wie ich schon im letzten Teil erklärt habe, ist es auf Jorvik ja nicht gerade sehr schwierig, neue Leute kennenzulernen. Deswegen schickt uns Loretta jetzt auch gleich zu Tan weiter. Tan ist die Clubanführerin der Bobcats. Tan macht ja wirklich einen sehr sympathischen Eindruck und auch sie gibt uns die Möglichkeit, jetzt ein bisschen mit Milky weiter zu trainieren.
Ja, und bei Loretta haben wir noch ein gelbes Ausrufungszeichen und dann wollen wir mal schauen, was Loretta noch von uns möchte. Okay, Loretta gibt uns also noch einige gute Ratschläge mit auf den Weg und schickt uns zurück zu Justin. Okay, dann machen wir uns mal geschwind auf den Weg zu Justin und wir arbeiten ja hier gerade fleißig an unseren Rufpunkten. Noch kurze Erklärung hierzu. Wir starten also mit neutral. Dann kommt freundlich, gemocht, beliebt und bewundert. Für freundlich benötigen wir 500 Punkte, gemocht 1500, beliebt 3000 und bewundert sage und schreibe 6000. Ja, da haben wir ja einiges vor uns. Manchmal erhaltet ihr ein Geschenk für das Erledigen einer Quest. Das ist natürlich besonders toll. Gerade wenn es sich um Ausrüstung oder Kleidung handelt und sie bessere Werte hat als die, die ihr bereits angelegt habt. Die Geschenke findet ihr in eurem Rucksack. Ganz einfach, entweder über die Minimap oben mit dem Rucksacksymbol zu öffnen oder mit der I-Taste Inventar. Und neue Ausstattung könnt ihr euch natürlich ebenfalls in den Geschäften kaufen oder aber über den Einkaufskorb an der Minimap, da öffnet sich dann der Globalshop. Doch nun zurück zu Justin. Justin schickt uns zu seinem Vater Thomas und offensichtlich hat Thomas Morland Probleme mit Herrn Campbell. Das ist ein fieser Boss von der Firma GED. Und ja, dann nichts wie auf zu Thomas und wollen wir mal schauen, wie wir ihm behilflich sein können. Ja, momentan befinden sich die Aufträge ja alle ziemlich eng beieinander. Das heißt, es gibt nicht wirklich Probleme mit dem Finden des nächsten Charakters, der einen Auftrag für uns hat. Sollte es allerdings mal weiter entfernt sein und ihr nicht genau wissen, wo ihr hin müsst oder wie ihr dahin kommt, ganz einfach, entweder im kleinen Ausschnitt der Minimap schauen oder aber durch einen Klick auf dieselbige die große Map öffnen. Und da sieht man dann auch die jeweiligen Ausrufungszeichen klar ersichtlich in Gelb, Blau oder Grün. Ja, und das, was wir hier also von Herrn Kempe hören, geht ja nun mal gar nicht. Und deswegen, ja, selbstverständlich, alles, was wir tun können, werden wir tun und wir helfen natürlich gerne. Wir sollen also für Thomas die GPS-Ausrüstung der GED ausschalten. So, und nun haben wir also einen Auftrag, in dem es um mehrere Gegenstände geht. Aber keine Sorge, in so einem Fall werden die Gegenstände in Form von Kreisen auf der Minimap angezeigt.
So, erledigt. Und das war ja wirklich ein Kinderspiel. Deshalb helfen wir Thomas natürlich gerne weiter, ein wenig Zeit zu schinden und reiten deshalb zu einer Stromversorgungsanlage, um ein Reklameschild auszuschalten. Und auch hier keine Sorge, der Ausführungsort der Quest wird natürlich wieder mittels Kreis auf der Karte angezeigt. Tja, das war natürlich nun auch kein Problem für uns, aber nun gehen die Probleme allerdings richtig los, denn Thomas muss beweisen, dass er der rechtmäßige Besitzer der Moorlandstelle ist und dazu benötigt er natürlich eine Besitzurkunde, von der er nicht weiß, wo er sie findet. Deshalb reiten wir jetzt mal ganz schnell zu Frau Holzwurst, die ehemalige Buchhalterin, inzwischen in Rente und natürlich wohnt auch sie ganz in der Nähe. Und da steht sie schon. Ja, und die neuen Informationen sind ja wirklich ein bisschen traurig. Wir erfahren jetzt, dass Thomas Morlands Frau Catherine bei der Geburt ihres Kindes verstorben ist, also von Justin. Und aus diesem Grund hat Thomas jegliches Interesse an Papieren und Unterlagen verloren und wollte seine Zeit nur noch mit seinen Pferden verbringen. Aus diesem Grund wurden damals also alle Unterlagen in eine Truhe gepackt und zu Catherines Vater geschickt. Und ihr Vater ist Jasper Holbrook. Ja, ich denke, dann werden wir wahrscheinlich den guten Jasper als nächsten Charakter kennenlernen. Oh. Jasper gibt Thomas die Schuld für Catherines Tod. Und aus diesem Grund haben sie seit 20 Jahren nicht mehr miteinander gesprochen. Wenn Jasper so schlecht auf Thomas zu sprechen ist, dann denke ich, könnte es ziemlich schwierig werden, dass er uns behilflich ist. Jetzt noch mal ein kleiner Tipp außerhalb des normalen Questgeschehens. Auf ganz Jorvik findet man Recyclingmaterial in Form von Dosen und Flaschen. Dies kann man mit einem Klick oder mit dem E auf der Tastatur aufheben und es ist ganz gut, jetzt schon mal reichlich zu sammeln, denn das Recyclingmaterial wird später noch benötigt.
Wie ihr gerade sehen konntet, hat Mai gerade eine Vollbremsung gemacht. Und das hatten wir, glaube ich, noch nicht erwähnt. Ganz einfach über die Tastatur mit dem X zu erreichen. Tja, das kommt ja nicht gerade sehr überraschend, dass Jasper nicht bereit ist, uns zu unterstützen. Also zurück zu Justin. Und Justin hat einen alten Brief, aus dem hervorgeht, wie sehr Catherine und Thomas, also seine Eltern, sich geliebt haben. Und mit diesen Briefen im Gepäck machen wir uns jetzt nochmal auf den Weg zurück zu Jasper. Okay, das war also von Erfolg gekrönt und zusätzlich haben wir ab sofort vollständigen Zugang zur Fort Pinter-Region. So, wir haben wirklich viel geschafft und ich denke, das reicht erstmal für heute an Input. Danke, dass ihr dabei wart. Hoffe, es hat euch gefallen und vor allen Dingen geholfen. Und bis zum nächsten Mal, eure Mai und eure Skylar.